Was könnte ich nur als Halloween-Special auf meinem Kanal machen? Hey, hi, wer bist du? Ich bin dein zweites Ich. Warte, bin ich schizophren? Sollte ich mir Gedanken machen? Nee, nee, das ist ganz normal. Warte, warte, weißt du vielleicht, was ich als Halloween-Special machen könnte? Naja, wie wär's, wenn du irgendwas machst, das du sonst auch immer machst und so tust, als würdest du um 3 Uhr nachts aufnehmen. Es funktioniert doch bei den ganzen anderen Leuten auch. Ja, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Hi und willkommen zu Minecraft Insanity um 3 Uhr nachts. Gruselig. Hey, was macht ihr da? Hört auf, auf die Uhr zu schauen, die geht falsch. Passt auf, das ist die richtige Uhr. Ja, heute ist ja auch Halloween in Minecraft Insanity und hoffentlich auch in echt, wenn ich es schaffe, das bis Halloween rauszubringen. 3 Uhr nachts und Halloween ist ja gleich doppelt gruselig. Ich hab gesagt, ihr sollt aufhören, auf die Uhr zu schauen, die geht falsch. Ich könnte ja erstmal zu dem da schauen, der wollte uns das verkaufen, glaube ich. Oh, hallo Zwergi. Hallo, bei mir sind komische Menschen in der Mine. Kannst du die wegmachen? Bitte. Okay, das kann ich machen. Es gibt doch nichts Schöneres, als mitten in der Nacht in eine verlassene Mine zu gehen, oder? Okay, da sind Menschen drin. Ich bin im Game Mode. Okay, es ist gar nichts passiert. Gute Ausrede muss ich mir jetzt einfallen lassen. Bei mir an der Tür hat es geklingelt. Genau, deswegen musste ich kurz schneiden und so. Okay, oh, das sind gestörte Menschen. Oh, der macht viel Schaden. Okay, die sind anscheinend in seiner Mine drin und sind da aus Gründen. Ja, sind überall so Druckplatten, so Bodendeko schon fast. Puh. Dann gehe ich doch weiter. Oh Gott, um 3 Uhr nachts passieren schon komische Sachen. Es ist so, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass unter den Druckplatten keine Falle ist, die mich vielleicht töten wird. Oder? Das wäre blöd. Oh Gott, oh Gott. Ach ja, zum Glück können mir diese virtuellen Monster nichts in meinem sicheren Zimmer anhaben. Oh jemine, das Licht ist ausgegangen. Was für ein Zufall. Warte, warte. Nicht so dunkel, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Regie, so war das nicht abgemacht. Ich muss doch noch was sehen. Oh ja, sorry. Passt es so? Ja, so ist gut. Oh nein, es ist dunkel. Wie gruselig. Um 3 Uhr nachts klopft jemand an meiner Tür. Was soll ich machen? Ja, herein. Hallo. Ja, Mario Gott, blöde Situation. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du bist im falschen Spiel. Das ist gar nicht Mario. Was soll denn das? Ich gebe immer mein Bestes, nie lobst du mich. Immer kriege ich nur Kritik zu hören. Ja, wie soll ich dich denn loben, wenn du alles falsch machst? Ich meine ja nur, das ist so demotivierend. Ich gehe jetzt mit, du kannst alleine weitermachen. Okay, tschüss, ich verspreche dir, in der nächsten Mario-Folge kannst du wieder mitmachen. Regie, ich hab doch das Monster, das mich erschrecken soll, fürs Video auf Fiverr bestellt. Wo bleibt es denn? Ja, ich glaube, das war das Monster. Also sorry, wenn du was auf Fiverr kaufst, dann bist du selber schuld. Ja, gut, stimmt auch wieder. Okay, das war interessant. Okay, ich gehe jetzt einfach mal wieder zu der Burg, weil vielleicht können wir ja noch was in der einen Dimension da machen, die da ist. Waren wir eigentlich da hinten schon? Ich weiß gerade gar nicht. Okay, die Brücke ist übrigens gefährlich, da kann man voll leicht runterfallen. Hab ich die damals abgebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum sind da überall Tiere? Oh, das ist neu. Wo bin ich denn jetzt?
alles so dunkel und gruselig. Das sind irgendwelche Knochen und ich glaube, ich muss den Fackeln folgen, oder? Oh Gott, das sind komische Leute. Greif mich an. Das ist noch mal so einer. Okay, der ist auch weg. Okay. Oh! Okay, ich bin wieder da und das sind ja Bäume. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Was ist das denn für Holz? Schwarze Pilzstämme. Da kann man nichts draus machen. Okay. Ist alles recht gruselig da. Was ist denn das? Hallo? Greift er mich an? Huh. Warum schießt er mit Fischen? Wie kommen aus denen seinem Bauch raus? Oh Gott, das ist gruselig. Das macht mir gerade Angst. Hör auf, mich mit Fischen aus deinem Bauch abzuschießen. Die Hitbox von dem ist voll komisch. Warte mal, ich muss mal kurz. Was schoppelt denn seine Hitbox an? Ich muss den da unten schlagen, dass der überhaupt Schaden nimmt. Töt den jetzt mit Seifenblasen. Zum Glück macht der mir nicht so viel Schaden mit den. Mit die Fische. Oh Gott, ist das dumm. Ey, wie viel Leben hat der denn? Ist ja nimmer normal. Jetzt ist er tot und es sind ganz viele Fische. Ganz viele Fische. Gib mir die Effekte? Nee, ich glaube nicht. Ey, ich kann mein Fischrestaurant aufmachen. Das ist ja gut. Okay, ich habe was gelernt. Ich sollte nie wieder um 3 Uhr nachts aufnehmen, oder? War das einigermaßen glaubwürdig? Okay, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ironisch genug war und das keiner von euch ernst genommen hat. Ich sag's zur Sicherheit lieber nochmal, also es war ironisch, nicht ernst gemeint und ja, ciao.